Herzlich willkommen auf dem Fahrrad bzw. neben dem Fahrrad. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder draußen und ich zeige euch jetzt erstmal, was in den Taschen ist. Und ich würde sagen, es gibt jetzt erstmal eine Luftaufnahme von oben und dann packen wir die Taschen auf. Let's go! Sagen, wir beginnen erstmal hier vorne mit der Tasche. Die Tasche ist neu. Alle Sachen, die ich jetzt hier habe, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Die Tasche habe ich mir zugelegt, weil ich beim letzten Mal gemerkt habe, dass es auf jeden Fall dann knapp wurde, und da ich diesmal auch alleine fahre, habe ich ja auch nicht mehr Luca, wo ich sage, ja, da kann ich noch mal was reintun. Ich habe jetzt auch das Fahrrad nicht nur für eine Nacht gepackt, da ich heute nur eine Nacht draußen schlafe und das neue oder die neue Ausrüstung ausprobiere, sondern das ist jetzt sogar für 2 bis 3 Tage gepackt. Hier haben wir eine Boxershirt, Badehose, wenn es mal ins Wasser geht, Funktionshose, ein Packsack. Dann habe ich hier noch eine Hardshell-Jacke, wo mein Stativ eingewickelt ist. Bei dem Stativ bin ich mir auch noch nicht sicher. Bin ich noch am Überlegen. Da es erst in einer Woche losgeht, habe ich dafür auch noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Wiegt halt ein gutes Kilo, 1,5 Kilo, fast 2 Kilo schon. Und das kann man, glaube ich, auch anders lösen und muss nicht das große Stativ mitnehmen. Gucken, was hier noch Schönes drin ist. Neue Isomatte, kommen wir gleich zu. Und das war's auch schon mit der Tasche, mit der Lenkertasche. Ich würde sagen, wir machen weiter hier mit der schönen Tasche. Handtuch, Waage zum Wiegen nachher, der Ausrüstung, damit wir mal sehen, wie viel so was wiegt. Multitool, Tempos, Werkzeugtasche, der gute alte Benzreis. Braucht wenig Wasser. Neuer Schlafsack. 10 bis 29 Grad. Mit einer angegebenen Wassersäule von 5000 mm. Das testen wir nachher, ob der das auch wirklich hält, was er verspricht. LED-Lenser. Powerbank 4000 mA. Ich weiß nicht, wie der da reingerutscht ist. Red Bull. Nasenspray. Da ich letzte Woche Corona hatte, jetzt nicht mehr, die ist leer. Machen wir gleich hier oben weiter. Hier habe ich das Sunnybag Sunbooster Solarpanel und ich habe auch mal vor einer Stunde die Powerbank angeschlossen. Natürlich liegt das jetzt hier schon wieder nicht in der Sonne und hat jetzt 47% und vorhin hat es 30, also funktioniert auf jeden Fall. Und ich gucke halt, ob sich das bewährt für die Tour, das große Ding hier mitzuschleppen. Kommen wir auch schon zum Deckelfach. Der Grail darf natürlich nicht fehlen. Kabel und Adapterstück für die GoPro. Dreibein. Brustgurt und Kabel mit verschiedenen Lightning und USB-C. Anschlüssen. Nochmal Benzreis und ein bisschen Paracord. Das war's auch schon. Hier oben kommt jetzt die, sag ich mal, Waffentasche mit einem Schloss, meinem Messer von Böker und Pfefferspray. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die untere Tasche noch an, also die letzte Tasche. In der letzten Tasche ist die Verpackung von der Drohnenfernbedienung, mein Kopfkissen, das seht ihr aber später noch. Erste Hilfe, Pack, Topf oder komplettes Kochset mit Titantopf und Gaskartusche drin. Und dann ist hier nur noch der Biwaksack und
die Elefantenhaut. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Deswegen teste ich das heute. Und das war es auch schon mit den Taschen. So sieht das Cockpit, sage ich mal, aus. Hier habe ich für die Fernbedienung für meine Drohne eine Halterung. Dann habe ich hier die Fahrradtasche und hier in diesem Ding ist noch mein Portemonnaie, AirPods, da ich ja alleine fahre, Müsli-Riegel und noch ein paar Halsbonbons, da die Halsschmerzen immer noch am Start sind. Alles gut, mein Test ist negativ. Ich würde sagen, wir gucken uns die Sachen genauer an. Jetzt werden die Sachen mal gewogen. So ein paar Eckdaten kann ich euch auf jeden Fall nennen. Das hier sind jetzt die Anziehsachen, Wechselschlüpfer, Softshelljacke bzw. so eine Downjacke, meine Windjacke, diese neongelbe und Badehose. Das habe ich jetzt hier in diesen Packsack reingetan und das wiege ich jetzt mal. Und das wiegt 1 Kilo. Isomatte, Schlafsack, Kopfkissen und das Paket können wir auch extra wiegen. Und das wiegt 1,3 Kilo. Also wirklich extrem leicht. Zusätzlich kommt jetzt noch die Elefantenhaut und der Biwaksack. Da sind wir bei 1,3 auch. Das ist etwa gleich. Obwohl ich mir aber noch nicht sicher, ob der Biwaksack wirklich mitkommt oder halt nicht. Kommt drauf an, ob der Schlafsack wirklich wasserdicht ist, finden wir aber gleich raus. Ich würde sagen, jetzt geht's zum Essen. Das ganze Essenszeug wiegt auch 1,3 Kilo. Da ist jetzt auch noch der Grail sogar drin. Hier seht ihr das nochmal, was da jetzt drin ist. Grail, Gasflasche, Titantopf und zweimal Essen. Jetzt kommt Schloss, Pfefferspray, Ersatzschlauch, Werkzeugtasche, also Reparaturzeug, Multitool und Erste-Hilfe-Kit plus noch Messer. Das wiegt alles zusammen 1,9 Kilo. Da kann man auch vielleicht noch ein bisschen was weglassen. Vielleicht tausche ich das Messer gegen mein Mora-Messer aus. Das ist auf jeden Fall leichter. Ich würde sagen, jetzt geht's zur Kameraausrüstung. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das ganze Zeug wiegt. Das ist jetzt auf jeden Fall Powerbanks, Ladekabel, GoPro-Akkus, Drohne, Drohnenfernbedienung. Und das wiegt 3,75 Kilo. Die Gruppe ist somit der Kameraausrüstung. Wenn ich jetzt noch das 1,5 Stativ noch oben drauf rechne, dann bin ich fast bei 5 Kilo Zeug nur für Kamera. Und hier ist jetzt auf jeden Fall, ich zeige euch das nochmal schnell, was da drin ist. Solarpanel, Fernbedienung für die Drohne, Drohne an sich, Powerbank und GoPro-Akkus und Ladekabel, Ersatz-Drohnen-Akku und Brustgurt, LED-Lenser. Das war's und noch ein kleines Stativ. Und somit habe ich alles. Hier ist jetzt nochmal alles aufgelistet, die in der Tabelle, was alles wiegt. Und ich würde sagen, wir holen jetzt Wasser und dann wird der Schlafsack getestet. Manche von euch wissen es, manche nicht. Es geht auf jeden Fall in einer Woche auf Fahrradtour. Ich versuche
innerhalb von 2 Tagen, heißt, oder sag ich mal 3 Tagen, mit einem Durchschnitt von 200 Kilometer am Tag oder halt 250 Kilometer am Tag nach Bremerhaven oder zum Bremerhaven, zum Weserende zu fahren mit dem Fahrrad. Und deswegen habe ich auch das Fahrrad von meinem Vater, da mein Fahrrad einfach nichts bringen würde. Ich kann mit dem Fahrrad auch nicht komplett auf E fahren. Ich höre jetzt schon die Kommentare, ja, ist E-Bike und sonstiges. Glaubt mir, guckt die Videos von Survival Martin und oder macht es selber einfach. Das finde ich noch besser. Geht raus und fahrt selber Fahrrad und da merkt ihr, ihr könnt nicht lange auf einer vollen Unterstützungsstufe fahren. So, ich bin jetzt hier unten auch am Wasser angekommen und jetzt wird der Grail aufgefüllt. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin begeistert von dem Ding. Vom Gewicht her passt das auch. Ich würde sagen, jetzt hole ich erstmal Wasser. Gefiltertes Wasser. Vom Geschmack einwandfrei. Hier geht es jetzt wieder hoch. Erstmal ein paar Brennnesselstiche abgeholt. Macht nichts. Jetzt wird der Schlafsack getestet. Und ich zeige euch mal die neue Isomatte und das Kopfkissen. Ich habe mir jetzt mal noch meine Windjacke angezogen. Und wir testen jetzt, ob der Schlafsack wasserdicht ist. Das ist der Schlafsack. Je nachdem entscheidet sich, ob ich den Biwaksack mitnehme oder nicht. Heißt, wenn der wirklich wasserdicht ist. So sieht das gute Ding aus. Leider in Blau, da gerade zur Zeit keine andere Farbe da war. Aber ich will nicht warten, bis am Ende nur noch ein Pinker da ist. Die Sonne geht da unter und ich teste jetzt mal den Schlafsack, indem ich das jetzt hier drauf schütte, das Wasser, am besten am Fußende. Beziehungsweise eigentlich ist es auch egal. Ich muss ihn da nur irgendwie trocken kriegen hier. Jetzt merke ich noch nichts. So, das ist jetzt ein guter Liter. Und jetzt mache ich den mal auf und guck mal von innen. Kam jetzt vom Schütteln. Aber der ist trocken. Hier seht ihr Außenseite. Hier seht ihr die Außenseite, die ist richtig nass und innen ist er trocken. Ich reibe jetzt auch nochmal, aber nee, der bleibt trocken. Also bleibt der Biwaksack tatsächlich zu Hause. Test bestanden. Ich würde sagen, jetzt baue ich mal meine anderen Schlafsachen auf. Der Schlafsack trocknet jetzt hier auf der Wiese. Und hier seht ihr auch nochmal, ich versuche euch das nochmal zu zeigen. Hier ist der trocken, hier oben. Und hier unten ist er nass, aber das ist wie gesagt die Außenseite. Und innen ist er immer noch, jetzt nach gut 5 Minuten immer noch trocken. Also er weicht auch nicht durch.
jetzt geht's zu der Isomatte. Das hier ist eine neue Isomatte von Decathlon und die wiegt gerade mal 600 Gramm und ist 1,95 lang und 60 cm an der dicksten Stelle breit und mit einer Dicke von 5 cm ist sie hier ausgezeichnet und heißt Trekking Press MT500R. Wie die 500R aussieht, seht ihr jetzt. Und da ist das gute Ding. Ja, hier hat man einmal In und Out. Es gibt auch noch einen Pumpsack, aber meine Meinung ist, wenn man fertig ist mit seiner Tour, die Ventile aufmacht und offen lagert, dann sollte da nichts passieren. Wenn doch was passieren sollte, dann gebe ich euch natürlich Bescheid. Zum Schutz der Isomatte habe ich hier hinter mir die Elefantenhaut von der Bundeswehr und die Isomatte, was ich auch ganz geil finde, hat hier solche X'e und dadurch rutscht sie nicht. Wenn ich die jetzt andersrum lege, rutscht sie so rum nicht. Ist auch geil in der Hängematte. Und wenn ich mich jetzt hier mal drauf lege, dann sieht das Ganze so aus. Ist auf jeden Fall echt bequem. Da ich es noch bequemer haben will, habe ich hier noch so ein kleines Kopfkissen. Und das wiegt auch gerade mal 170 Gramm. Im Gegensatz zu der Isomatte relativ schwer. Aber beim Fahrrad kommt es auch nicht so aufs Gewicht drauf an, sondern eigentlich eher auf das Packmaß und das Packmaß ist super. Man hat hier das Kopfkissen, man hat hier auch noch einen Außenbezug drum, den man noch waschen kann. Drei Atemstöße reichen schon und das Kopfkissen ist prall gefüllt. Oben ist hier nochmal ein guter Zentimeter Schaumstoff drauf und das ist auf jeden Fall mein Schlaf-Setup jetzt wahrscheinlich für die Nacht und dann für die Tour. Und ob ich den Biwaksack mitnehme, das überlege ich mir noch. Was auf jeden Fall dabei ist, ist der Schlafsack, Elefantenhaut, Isomatte und das Kopfkissen. Wenn sich was ändern sollte, sage ich euch natürlich noch Bescheid. Wenn ich nichts euch sage, bleibt es so. Und ich kann das dann nämlich bei der Tour weglassen und kann mehr mich konzentrieren auf die Tour und verschwende dafür nicht meinen halben Tag, um ein Ausrüstungsvideo zu drehen. Deswegen habe ich das so heute gemacht. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und ich würde sagen, ich suche mir jetzt den richtigen Schlafplatz, wo ich mich sicher fühle und dann gibt es auch schon Essen. Let's go! Ich habe meinen Schlafplatz auf jeden Fall für die Nacht gefunden. Bis jetzt sieht er noch so aus. Aber ich bin noch am Hin und Her überlegen, ob ich nicht den Biwaksack doch benutze. Da, wenn es auf der Fahrradtour richtig regnet, ist der Kopf ja auch nicht geschützt. Und dann habe ich auch nicht das Problem mit den ganzen Zecken. Ich habe gerade schon wieder 4 Zecken von mir abgelesen. Stört mich jetzt nicht. Zeckenzange habe ich noch nicht dabei. Habe ich mir aber auf meine Liste drauf geschrieben. Bis jetzt fehlt mir allerdings noch nichts. Und ich werde jetzt mal ein Wasserbad machen, da ich heute noch das Stativ mit habe. Mache ich das hier wieder so. Allerdings muss man tatsächlich aufpassen mit dem Gaskocher und ich bleibe auch die ganze Zeit jetzt hier stehen, wenn ich den gleich anmache. Essen ist warm, Löffel vergessen, Daumen hoch, liken und abonnieren, will ich an der Stelle mal sagen. Naja, dann muss ich es wohl mit dem Messer oder mir in den Mund reinschütten. Ich habe mich jetzt doch entschieden, den Biwaksack noch zu nehmen, weil dann halt alles irgendwie geordneter ist. Vor allen Dingen meine Wertsachen
sind dann auch bei mir und es könnte keiner nachts vorbeilaufen und die wegnehmen. Und ja, so sieht es jetzt hier aus. Stativ steht noch da. Da hinten geht gerade die letzte, ja, das letzte Sonnenlicht weg. Das letzte Tageslicht verschwindet. Und die ersten Sterne kommen schon durch. Das wird sicherlich eine klare Nacht. Und da hinten ist auch der Mond. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Da. Jetzt habt ihr ihn auf jeden Fall gesehen. Und ich stelle euch jetzt aufs Stativ. Und wir sehen uns morgen früh oder wenn was in der Nacht passiert. Und ich würde sagen, ciao, ciao, bis morgen früh. Guten Morgen, hier aus dem Biwaksack. Das Wasser sieht voll cool aus. Und ja, die Nacht war ganz okay. Nase war halt zu, aber vom Komfort der Isomatte alles top. Und der Schlafsack war auch ganz gut. Die Jacke habe ich mir dann nochmal übergeworfen, dafür den Schlafsack aufgemacht. Und es ist jetzt 5.16 Uhr und ja, auch bei der Fahrradtour, ich habe mir jetzt heute auch einen Wecker gestellt, da bei der Fahrradtour ich versuche morgens die kühlen Stunden zum Kilometerschruppen zu benutzen und dann, wenn es halt abends richtig warm wird, dass man dann halt früher an seinem Ziel ankommt. Ich würde sagen, ich packe die Sachen zusammen und dann geht's nach Hause. Es ist jetzt 5.40 Uhr und ja, ich habe ungefähr um 5.20 Uhr dann richtig angefangen aufzuräumen. Und ja, ich habe aber ganz entspannt aufgeräumt. Da hinten seht ihr, alles weg. Und alles wieder da, wo es hingehört. Aber ich glaube, spätestens nach einem zweiten Tag oder nach dem ersten Tag läuft das Ganze noch schneller. Und wenn man sich beeilt, schafft man das auch in gut 10 Minuten. Ich würde sagen, es geht wieder nach Hause und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare und gerne liken und kommentieren auch, damit ich halt ein Feedback habe, ob euch dieses Video heute gefallen hat oder halt nicht. Ciao, ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal.